Hallo, ich bin Johanna Meinhardt, ich bin Schauspielerin am Main-Franken-Theater in Würzburg und ich möchte jetzt gerne einen Text vorlesen, den ich an Corona geschrieben habe. Das ist ein Brief an Corona quasi. Corona. Tja, was soll ich sagen? Du kamst einfach und brachtest unsere Normalität durcheinander. Du kamst einfach und wirbeltest durch unseren Alltag, so wie wir ihn kennen. Du wirbeltest durch unser schön zurechtgelegtes Leben, von dem wir nie geglaubt hätten, es könnte aus der Ordnung gebracht werden. Von dem wir nie geglaubt hätten, dass etwas wie du es so drastisch verändern würdest. Auf den Kopf stellen würdest. Du wirbeltest durch unser Selbstverständnis von Freiheit und durch unsere Privilegien. Du kamst, saßt und wirbeltest. Und wirbelst noch. Keiner weiß, wie lange dein infektiöser Wirbelsturm noch über unseren Planeten fegen wird, aber alle hoffen, du schwirrst so schnell wie möglich wieder ab. Denn du bringst Sorgen mit dir, Corona. Du bringst große Verunsicherung. Du schwirrst Gefühle in Menschen herauf, die bisher unter der Oberfläche des funktionierenden Gehirns schlummerten. Du bist unberechenbar. Was du in Menschen auslöst, ist unberechenbar. Nie so da gewesen. Ja, und jetzt bestimmst du unseren Alltag, du und deine Bedrohung. Denn der weite Weg vom Tiermarkt in Wuhan bis hierher, das war für dich ein Katzensprung. Schleichend und doch rasend schnell bist du zu unserer Realität geworden. Auf einmal gibt's kein Desinfektionsmittel mehr zu kaufen. Auf einmal ist das ganze Toilettenpapier weg. Auf einmal stehen die Menschen vom Supermarkt Schlange. Auf einmal gucken alle Nachrichten rund um die Uhr. Auf einmal brechen altbekannte Strukturen weg. Auf einmal kann ich nicht mehr arbeiten. Ich kann nicht mehr proben, ich kann keine Vorstellungen mehr spielen, denn das Theater ist ein ziemlich großer sozialer Kosmos und hier begegnen sich jeden Tag viele Menschen. Das Theater ist ein Ort des Zusammentreffens, des Austauschs, des Kontakts. Ohne soziale Nähe würde hier nichts funktionieren. Doch auf einmal ist soziale Nähe verboten. Auf einmal schränkt das Einhalten des 1,5 Meter Abstands auch die künstlerische Freiheit ein und das Theater ist zu. Auf einmal macht sich ein Gefühl von Nutzlosigkeit in mir breit. Langsam aber sicher merke ich, dass es meine einzige Verantwortung für die Gesellschaft ist, genau diesen Abstand zu anderen Menschen einzuhalten und zu Hause zu bleiben. Ich bin nicht systemrelevant. Kunst, Theater, das ist momentan nicht systemrelevant. Kunst und Kunstmachen wird zum Luxus in einer funktionierenden, virenfreien Gesellschaft, aber nicht überlebenswichtig. Wir alle bekommen gerade zu spüren, was überlebenswichtig ist und was verzichtbar. Corona, du bist hart. Du triffst diese Wohlstandsgesellschaft hart, diese unsere Gesellschaft, in der sich viele schon an Luxus gewöhnt haben. Corona, du prägst uns. Aber auch wir werden uns dich einprägen. Ich kann nur sagen, dass ich mich jetzt schon sehr darauf freue, wenn du endlich wieder weg bist. Dann können wir unser Miteinander wieder ausleben. Dann können wir wieder zu den sozialen Wesen werden, die wir sind. Ich freue mich auf den postviralen Austausch mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich auf die Verarbeitung von dir, auf die künstlerische Verarbeitung von dir und deine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Denn wenn du endlich wieder weg bist, ist die Reflexion deiner wichtig, überlebenswichtig für das Leben danach. Und welcher Ort ist wohl besser dafür geeignet, dich zu reflektieren als das Theater? Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du so plötzlich und unsichtbar du aufgetreten bist und herumwirbeltest, auch wieder verschwindest. Mit unfreundlichen Grüßen, Johanna.